Hallo Natural Comedy, liebe Zuschauer, heute nehme ich euch mit auf ein actiongeballtes Video, denn wir werden gemeinsam meinen Rasen rasieren. Ich bin schon passend angezogen, wie ihr seht, damit die Nachbarn sich freuen und was zu gucken haben. Eine kurze Hose habe ich auch schon an, damit ich möglichst viele Zecken an Bord bekomme. Und ja, die Slabs muss ich noch tauschen und danach machen wir uns gemeinsam auf den Flowtrail Feldberg und dort fahren wir gemeinsam beide Flowtrails. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und wenn ich es nicht wäre, wenn es ein anderer wäre, würde er nicht sagen und los geht's. So, schaut euch das Elend mal an. So, ich habe den schon gepimpt, Luftfilter abgerissen, Auspuff habe ich abgesägt, aber ihr seht selbst, da fehlt noch was. When the truth don't work, you start telling lies. Thought you were down to ride, you weren't down to ride. Caught switching, you were picking sides. Don't blink, caught slipping like a slip and slide. I was shooting dice till I got a nosebleed. Money on the floor, can't get cold feet. Took an L, should've put it in the offering. Lord, forgive me for my sins, don't know of me. Scary thoughts, I got scary thoughts. Lost control, now I'm taking charge. Breaking bills, friends breaking off. You could be the youngest, I'm the dawn. Kiss the ring, nah. In the scene like GOT. Stay awake, don't sleep. Like Jon Snow, get RIP. Dann los geht's. So, der Björn vor mir. Ja, hier Flodel Feldberg ist ziemlich komplett recht flach. Hätte jetzt fast gesagt, würde mit einem E-Bike wahrscheinlich Spaß machen, aber wenn du hier über 25 km/h bist, dann wird es gar nicht mehr so lustig, weil dann muss halt das Gewicht mittreten und das Bike unterstützt aber nicht mehr. Deswegen mit einem normalen Fahrrad macht das hier mehr Spaß. Ich weiß jetzt nicht, wo ich. Nein, ich glaube, das war jetzt gerade blau oder rot. Ja, ja, super. Das wäre jetzt wieder mal so voll typisch. GoPro 8. Einfach mal ab dem Jump nicht mehr gefilmt. Freue ich mich halt immer sehr, weil dann kann ich es nochmal fahren. So, lassen wir sie oder ihn in Ruhe fahren. So, dann weiter geht's. Ja.
rechts schwarz, hab ich geschaut. Oh, Holzelement, North Shore, mit kleinen Jump raus. Oh, hier ist es schön. Schön hell. Ei, danke Nadine. Links schwarz. So, und das ist im Prinzip schon das Ende vom ersten Teil. Aber offizielles Ende. Jetzt müssen wir mal schauen. Genau. Es ist hier nämlich nicht der zweite Teil eingezeichnet. Da fahren wir aber trotzdem jetzt rüber und fahren den auch. So, der Björn ist verletzt. Hat den Finger mit einem Löffel geschnitten. Aber ich habe ja alles dabei. Mein kleines Medipack. Willst du auch desinfizieren? Ja. Okay, ich desinfiziere. Oh, schade, dass das nicht brennt, ey. Doch, das brennt. Du kannst auch den Alkohol aus deiner Flasche nehmen. Warte mal, erstmal damit die volle Wirkung. So. Warte, erstmal ein bisschen inhalieren. Du musst die Nase desinfizieren. Geht. So, jetzt kriegst du ein Pflasterchen. Oh, sieht ja so ein bisschen vergammelt aus. Das sieht irgendwie nicht okay aus. Mit einem großen Pflaster. Was ist denn das? Das ist ein Pflaster. Okay, das musst du aber selber machen. Halt's doch. Ja. Herrgott, wie hältst du es nur mit dem aus, Nadine? Das ist ja ganz anders. Noch viel schlimmer. Den zweiten Teil. Und zwar muss man da so kleinen Schildern an den Bäumen folgen. Muss man ganz genau gucken am Ende vom ersten Abschnitt. Und dann kommt ihr hier hin. So, los geht's. Weiß ich jetzt nicht, ob da unten auch eine Leine ist. Ab. Also ich war schon mal hier gewesen, aber das ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube 2016 oder 2017. Deswegen, ich weiß gar nicht mehr. Oh nein, ich wollte links hoch. Ich glaube, ja, das war so nicht vorgesehen. Okay, zweiter Abschnitt. Den habe ich jetzt nicht gekriegt. Oh, da ist die Gabel jetzt durchgeschlagen. Wow, das ging ja auf die Hühnerbrust. Jetzt bin ich verwirrt. Genau, weil wenn du da bist, dann denkst du willst da über die Kante abziehen. Ja, genau. Und landest dann voll im Anlieger. Ich meine, geht, aber musst du halt nachdenken. Warte, mach's. Ich bin ja irgendwie fast dann da rausgeflogen. Ich glaube, wenn man die alle hintereinander fährt, dann ist das die Optimallinie, oder? Ich versuch's jetzt mal. Also hier, den habe ich nicht mehr bekommen. Da kam dann ein Bus auf einmal und dann war Schranke. Wir haben jetzt den Abschnitt nochmal hochgeschoben, weil die Line so, ja, komisch war gerade, wie wir gefahren sind. Und da sind ein paar Jumps auf dem Weg. Ich weiß nicht, ob ich das euch jetzt in dem vorherigen Clip überhaupt mit reingenommen habe. Da sind ein paar Jumps und die führen auf, wie es aussieht, unterschiedliche Lines. Ich habe aber eben versucht, alle trotzdem mitzunehmen. Habe einen nicht geschafft mitzunehmen. Jetzt versuche ich trotzdem auf Krampf alle mitzunehmen. Auch wenn es nicht so vorgesehen ist. So, dann los geht's. So, hier. Nach links rüber. Hier den in den Anlieger, jawohl, aber ein bisschen mehr gezielt.
Und jetzt auf der Leine bleiben, hier den Kicker mitnehmen. Yep. So, schöne Anliegerkombi, also hier auf dem Abschnitt allgemein sehr viele Anlieger. So ein bisschen vorausschauen, was hier links schwarz. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass das North Shore ist, das wäre ein Jump. Ja, mal links. Das wäre rechts. Rot wäre rechts. Schwarz rechts. Also hier gibt es verschiedene Lines. Ich fahre jetzt halt hier heute nur die schwarze durch. Ihr kennt es, Flow Trails sind allgemein immer recht einfach gebaut. Deswegen blau ist dann halt ganz einfach, ohne Sprünge, ohne nicht überfahrbare Elemente, obwohl jetzt hier auf der roten und schwarzen waren ja auch überfahrbare Sprünge, fast alle. Und hier halt links, da wo der Juju jetzt gerade fährt, ist halt ein bisschen steil hoch runter. Ich fahr mal links. Habt ihr jetzt irgendwelche Schilder gesehen? Ich nicht. Rechts ist rot. Rechts. Ich will rot fahren. Sorry, Leute. Fahr rechts. Genau, du musst da direkt von... Ja, genau, im Prinzip genauso. Da war ein größeres Table. Hat aber den Speed gespart und gepasst. Wow, der Anlieger. Voll verpasst. Das war's schon. Ne, da geht's noch weiter. So, ich denke, das hier ist der letzte Abschnitt. Ach, links war rot. Den Kick habe ich mich jetzt nicht getraut. Deswegen bin ich vorbeigefahren. So, nicht ganz rüber gekommen. Wenn ihr mehr Flowtrails oder Bikeparks in eurer Umgebung sucht, besucht mal meine Website. Dort findet ihr meine Trailmap, wo ihr alle Trails oder Bikeparks und Locations
schon mal abgecheckt habe, auf der Karte findet mit Anfahrt und Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein. Ciao, ciao.